So, heute fahre ich mit Florian Jakobsen eine Runde durch Stendal und wir unterhalten uns mal nicht über Autos. Können wir auch machen. Aber und dann, das Thema ist heute Versicherung. Und ich wurde halt gebeten, das mit ihm mal zu machen. Und das machen wir heute mal. Und weiter geht's nach dem Intro. I don't know if I can make the days go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long. Guess I'll make it somehow. Can somebody come and save me? I just wanna know. To win a surprise that you pay with this tonight. So keep playing hard and aim for the stars. Cause to win a surprise that you pay with this tonight. I'm not gonna lose myself this time. So, da sind wir wieder. Jetzt fahren wir die Ständer und halten uns mal über Versicherung. Wir sitzen heute mal, also Autothema, ja gut, wir sitzen heute im A2 mit einem Verbrennermotor diesmal drin. Das heißt, wir haben hier so viele Beschleunigungskräfte und so. Wenig Leistung. Nein, nein, nein. Das geht schon, das wäre meckern ja immer vom Niveau. Und ja, wir unterhalten uns mal über Versicherung und der Flori ist, den kenne ich schon eine ganze Weile und der ist bei der AXA. Genau. Beim Heiko Jakobsen, der seit, keine Ahnung, seit einigen Jahren die Agentur in der Rathenower Straße hat. Und ja, erzähl mal, was du so machst. Ja, ich verkaufe den lieben langen Tag Versicherung. Nein, ist sehr vielseitig, was wir machen. Versicherung verkaufen klingt immer so ein bisschen negativ, ist negativ anbehaftet auch. Das kennt jeder ja aus seinem privaten oder aus der Presse auch, dass wir einen schlechten Ruf haben, aber Versicherung verkaufen machen wir eigentlich am allerwenigsten. Wir sind vor allem beratend tätig, gerade was die Vielzahl an Versicherungsprodukten und Finanzprodukten, die es so gibt, auf dem Markt angeht. Wir vermitteln letztendlich nur zwischen Großkonzern, AXA in dem Fall, und dem Privatkunden. Und die Entscheidung liegt dabei immer bei dem Privaten und nie bei uns. Also wir sind einfach nur die Schnittstelle zwischen. Ja, mittlerweile ist ja so, dass man das immer alles auch dokumentieren muss. Als ich damals bei einer anderen großen Versicherung gelernt habe, also ich komme eigentlich auch zur Versicherungsbranche auch. Damals war es noch nicht so schlimm, aber heute wurde das alles dokumentiert. Ist das so? Genau. Sind wir auch verpflichtet zu, machen wir auch allein zu unserer Sicherheit auch und zur Sicherheit des Kunden, um eben auch zu gewährleisten, dass alles richtig läuft, ja, weil es wurde in der Vergangenheit viel Schabernack getrieben, man kennt die ganzen Filme, jetzt nicht direkt aus der Versicherungsbranche, aber ich nenne da mal stellvertretend Wolf of Wall Street, ein sehr guter Film, sehr den ich sehr gerne gucke, auch viel Humor, und aus dieser Vergangenheit heraus sind dann eben die ganzen Beratungsdokumentationen entstanden, die wir auch verfolgen, verpflichtet sind dazu und das auch immer wieder auffrischen uns. Dass das funktioniert. Ja, das dient auch uns als Sicherheit. Das kann man schon so sagen. Ja. Macht es nicht einfacher, weil es viel Schreibkram ist. Aber es ist wichtig und richtig. Ja, das ist wirklich so. Ja, also ich sehe es auch so für den Kunden. Ich als Kunde ja quasi. Aber natürlich kann immer dann sagen, nee, das haben wir so nicht besprochen. Es gab natürlich wirklich mal so eine Menschen, die das auch mal gerne selber ausfüllen und so. Aber das hat man in jeder Branche. Es gibt auch schlechte Autoverkäufer und es gibt auch, keine Ahnung. Genau. Ja, und was miese Leute halt, ne? Wir halten das bei uns in der Agentur halt doppelt nach. Wir machen das einmal verpflichtend vom Konzern und einmal verpflichtend von unserer Agenturphilosophie aus, um eben auch den Nachweis zu haben, hier, darüber haben wir uns das letzte Mal unterhalten, hier können wir direkt wieder anschließen oder eben ein anderes Thema aufgreifen. Das macht es den Kunden einfach, das macht es uns einfacher und es ist eine nette Geschichte einfach, um immer wieder am Ball zu bleiben und den Kunden auch ein gutes Gefühl zu geben letztendlich. Ja. Weil wir hören zu, wir schreiben alles mit. Der Kunde kann jederzeit so ein Beratungsdokument mitnehmen, was wir ausfüllen, dass er sich auch sicher ist, dass wir ihm keine Waschmaschine verkauft haben, sondern einfach nur für ihn da sind, wenn er Probleme hat. Das ist das große Geheimnis. Wie bist du dazu gekommen zu dem Job? Ich wollte eigentlich ursprünglich mal Landschaftsarchitekt werden. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man dann sich irgendwann ins Büro setzt und sich dem Thema Versicherung widmet. Aber nein, ich habe einen guten Bekannten, den ich auch schon sehr lange kenne, der bei der AXA tätig ist.
und immer noch, also früher war, aber jetzt immer noch tätig ist. Und der hat mich halt gefragt, was ich davon halte. Und nach dem Abitur ist man ja sowieso ein bisschen planlos. Und wie alt bist du jetzt? 25 und bin jetzt seit 2014 bei der AXA. Und 2014 halt auch Abi gemacht und wusste nicht so wirklich, was ich anfangen soll mit meinem Leben. Habe mich da dann kurz reingelesen, Bewerbung abgegeben, wurde angenommen, habe dann angefangen und festgestellt, gut, ist vielfältiger, als man das vielleicht denkt. Und seitdem fühle ich mich auch sehr wohl. War dann in Berlin, habe da meine Ausbildung gemacht, bin 2016 nach Stendal wiedergekommen, eben zu meinem Vater ins Büro in Stendal und fühle mich seitdem sehr, sehr wohl. Ja, der Kaffee schmeckt ausgezeichnet, das kann ich sagen. Und die Kekse auch. Also, ja. Das ist gut. Also mein Hund geht da auch immer sehr gerne rein. Ja, Olli ist ein sehr gern gesehener Gast bei uns. Er kennt auch jede Ecke. Ja. Aber mit Feuchtigkeit hat das nichts zu tun. ja, was gibt's noch zu sagen? Was ist der Plan für die Zukunft? Mein persönlicher oder der Büroplan? Der Büroplan. Ja. Erstmal wollen wir hoffen, dass möglichst schnell die Straße fertiggestellt ist, dass wir wieder besser erreichbar sind, weil Rathenauer Straße wieder gerade gebaut. Und dann wollen wir uns natürlich weiterhin festmachen hier in Stendal als große Agentur. Wir betreuen 3500 Kunden mittlerweile und sind natürlich auch gern bereit, mehr zu empfangen, weil wir einfach die Kapazitäten haben. Wir haben ein paar Angestellte. Wir haben ja noch eine Agentur in Salzwedel. In Stendal sitzen wir zu dritt. Mein Vater, Katrin, unsere Vertriebsassistentin und meine Wenigkeit. Und in Salzwedel haben wir auch noch zwei Angestellte, die Frau Hempe und Frau Ritter. Und dann haben wir auch noch Vertriebsunterstützung von unseren beiden älteren Herrschaften, dem Herrn Dankert und dem Herrn Gede, die damals die Bestände gehalten haben, die Kunden gehalten haben. Und jetzt noch ein bisschen nebenbei uns über die Schulter gucken und uns unterstützen und wenn wir Fragen haben, auch immer gerne bereitstehen und uns helfen. Also das funktioniert sehr gut. Wir sind ein recht großes Team, haben einen guten Altersschnitt und sind sehr innovativ auch. Also mit uns kann man tatsächlich Spaß haben, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt, wenn wir da so dahergeritten kommen in unseren Anzügen und das Klischee bedienen eines Versicherungsmenschen, aber bei uns ist es tatsächlich etwas lockerer, als man das vielleicht aus der breiten Masse kennt. Ja, ja, das ist, was haben wir noch? Altmarkforum. Altmarkforum. Ja. Ist ja auch schön. Was versichert ihr alles so? Sag nicht alles. Wir versichern von A wie Auto bis Z wie Zahnzusatz fast alles. Außer Grünpflanzen nicht. Und wir verkaufen auch keine Tiernahrung. Nein, wir machen Autoversicherungen, alles fürs Haus, Hausrat, Privathaftpflicht, also sämtliche Sachversicherungen sind im Lebensbereich sehr gut aufgestellt. Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, übrigens eine sehr wichtige Versicherung, Unfallversicherung. Im Krankenbereich sind wir sehr gut. AXA ist ja ein privater Versicherer. Somit haben wir private Krankenversicherung. Haben die DBV als Beamtenversicherer noch als Tochtergesellschaft. Heißt, wir machen auch sehr viel im öffentlichen Dienst für Beamte, Polizei, Lehrer etc. Die Deutsche Ärzteversicherung gehört auch noch zur AXA. Heißt, wir haben auch Ärzte versichert und haben auch noch eine gesetzliche Krankenversicherung, die heißt Hanseatische Ersatzkasse, also kurz HIK. Die gibt es schon länger, ist noch ein bisschen unbekannter, aber laut den ganzen Testfeldern oder Testzeitungen, die es da gibt, Stiftung Warentest und so, tatsächlich die beste Krankenversicherung in Deutschland, also die beste gesetzliche Krankenversicherung. Da bin ich selbst auch versichert. Ja, und kann nicht meckern bis hierhin. Das ist alles sehr gut. Ja, aber wie gesagt, wir versichern echt alles. Ja. Das ist wirklich so. Ja, wie sind eure Kunden? Habt ihr coole Kunden oder normal? Also es ist ganz bunt durchgemischt. Ja. Wir haben junge Kunden, die... Oder so, was macht dir am meisten Spaß? Dir? Also ich damals bei der Versicherung war, also Berufsunfähigkeit, fand ich immer am spannendsten. Am meisten Spaß macht es mir tatsächlich, Menschen erstmal kennenzulernen, weil es sehr vielfältig ist, wie
wie Menschen so drauf sind, auch wenn man das dann vergleicht optisch und wie es dann charakterlich nachher ist oder die Wertevorstellung, was den Menschen wichtig ist. Das ist mitunter sehr, sehr interessant und man ertappt sich selbst dabei, oft schnell in Schubladen zu denken, was man nach und nach oder was ich nach und nach ablegen konnte, weil das Menschentum sehr facettenreich ist und das macht das so interessant und dann eben die individuellen Beratungsgespräche, die wir führen, weil jedes Gespräch ist anders. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon, wie er abgesichert sein möchte, in welchem Umfang, was ihm wichtig ist. Und das ist sehr spannend, das zu beobachten, auch wie sich das auch in den letzten 5 Jahren bei mir, die ich bei AXA bin, so ein bisschen entwickelt hat in verschiedenen Bereichen eben. Weil ich gerade auch gesagt habe, Berufsunfähigkeit, wie sich das so gewandelt hat, dass es vor 5 Jahren noch ein Thema war, so viele so links liegen haben lassen und gesagt haben, ja gut, passiert mir sowieso nicht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass viele sich dafür interessieren, weil durch Medien auch und im Bekannten- oder Freundeskreis irgendwelche Fälle gab, in denen die Menschen berufsunfähig wohnen oder arbeitsunfähig wohnen. Und das möchte man ja nicht. Und da hat so ein kleiner Wandel stattgefunden, auch im Krankenversicherungsbereich, dass da viele Menschen Wert darauf legen, wirklich da gut abgesichert zu sein. Früher war ja das deutsche liebstes Kind das Auto. Und dementsprechend war das Auto immer perfekt versichert. Vollkasko hier und alles Mögliche. Und da, das dreht sich gerade so ein bisschen, dass die, vor allem unsere Kunden jetzt auch sagen, okay, Autos sind auch noch wichtig nach wie vor. Aber unsere eigene Gesundheit ist uns, steht da nichts nach. Und die wollen wir möglichst genauso gut versichern, falls wirklich mal was ist, dass man dann auch die nötige Hilfe bekommt. Ja. Und das wandelt sich gerade so ein bisschen gefühlt ab. Das ist, Hilfe soll ja dennoch kommen. Richtig, ja. Also wir sind keine Ärzte oder so. Wir können da auch nicht sagen, was sie machen müssen oder was die Leute machen müssen, damit sie wieder gesund werden. Aber wir haben einen großen Pool an Experten im AXA-Konzern, die da beratend zur Seite stehen auch. Und vor allem finanziell unterstützen, weil darum geht es ja letztendlich. Ob man nun zu einem Arzt geht, der das schon mal gemacht hat, oder ob man wirklich zu einem Profi gehen kann, der nichts anderes macht den ganzen Tag, würde man sich ja natürlich immer gern für den Profi entscheiden. Und das können wir halt gewährleisten, dass es so ist. Ja, ich mache ja auch mal viel mit Medien und so. Erzähl mal was über Medienstrategie, also mit den Videos, die ihr immer so an Abständen macht. Mein Opa hat immer gesagt, ich hätte Schauspieler werden können. Sehe ich nicht so. Uns macht das einfach Spaß. Das ist ein Feld, was wir sehr gerne bedienen. Facebook, Instagram jetzt nicht mehr so doll. Aber vor allem Facebook ist die Reaktion von unseren Followern oder von meinen Freunden, die ich da auf Facebook habe. Das ist schon, es macht Spaß einfach. Also das ist jetzt, ist einfach lustig. Ja, wir setzen uns da gerne hin im Kollektiv, überlegen uns was, machen dann ein lustiges Foto oder eben das, die Videos, die wir gemacht haben. Ist einfach eine schöne Sache auch. Und einfach auch dieses Thema mal ein bisschen aufzulockern. Versicherungen ist immer so schwer behaftet. Das stöhnt ist halt man immer so. Thema, ja. Ja, und stöhnen viele und sagen, ja. Wenn man sich nie mit beschäftigen. Genau, und wir wollen halt so ein bisschen diese Spannung daraus nehmen, die es da gibt. Wir sind auch einfach nur Menschen. Man muss vor uns irgendwie keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, es ist ein wichtiges Thema. Wir versuchen eben, ob es klappt, müssen andere beurteilen. Wir wollen halt versuchen, da so ein bisschen die Angst und die Furcht vorzunehmen vor diesen Finanz- und Versicherungsthemen, weil es echt nicht schlimm ist. Es ist zwar manchmal anstrengend, aber es ist wirklich kein Hexenwerk oder überhaupt nichts dabei, wenn man mal bei uns sitzt. Wie gesagt, wir sind ganz normale Menschen, die einfach das machen, was ihnen Spaß macht und versuchen, Menschen zu helfen tatsächlich auch. Ja. Das steht bei uns auch im Vordergrund. Zufriedene Kunden, ne? Es gibt immer wieder unzufriedene Kunden auch. Klar, man kann es nicht allen recht machen. Auch da versuchen wir dann glatt mit denen umzugehen und zu sagen, okay, nicht jede Geschäftsbeziehung soll sein. Das ist ja überall so. Aber die meisten oder der Großteil der Kunden bei uns ist sehr zufrieden, begleiten uns auch schon lange Jahre. Und da macht es auch einfach, es ist ein anderes Miteinander, denn wenn man mit Kunden sich unterhält, die man wirklich von, gerade junge Kunden, die man als erstes irgendwie in das Thema Versicherung eingeführt hat, und die einen dann begleiten über die letzten Jahre jetzt, und
ist einfach schön, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Und das ist auch mit das Wichtigste, das Vertrauen einfach. Und dass wir halt glatt sind, wir legen großen Wert auf Transparenz. Deswegen eben auch diese, was ich anfangs gesagt hatte, diese Beratungsdokumentation, dass die jeder mitnehmen kann und sieht, was wir halt aufschreiben, dass da nichts Verbotenes bei ist, sondern versuchen, das gläsern zu machen, können uns jederzeit alle über die Schultern gucken, fragen, was wir da machen, wie wir das machen, warum wir das so machen, um, wie gesagt, diese Angst da rauszunehmen, dass es ein verbotener Sektor ist und wir nur Geld verdienen wollen. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, von irgendwas müssen wir leben, aber wir wollen keinen Schabernack treiben. Ich bin kein Jordan Belfort. Wolf auf Rathenower Straße. Der bin ich nicht, nein. Um die Rathenower Street. Ja. Avenue. LKW ist hier. Da geht ja gar kein Profil drauf, wie sieht das so aus? Der braucht kein Profil. Der fährt so Offroad. Ja. Ist, nee. Wegen des Datenschutzes. Richtig, DSGVO. Das geht nicht. Muss man ja auch vorsichtig sein heutzutage, ja? Wird ja mehr. Überall die Spitze. Aber der hatte wirklich wenig Profil, ja. Und wie sah das so aus, wenn der irgendwie nichts hatte? Gar nichts, ne. Ist ja nicht schlimm. Solange er noch bremsen kann, ja, ist alles gut. Das ist ja nur der Anhänger. Was soll der Anhänger schon machen? Richtig. Außer einen überholen. Kann nur entgleisen. Ja. Ja, wollen wir uns dann nochmal euer Büro angucken? Können wir. Von innen? Von außen gibt es ja momentan wirklich nicht so viel zu sehen. Alles klar. Diese Baustelle ist wirklich harter Tobak, ja. Wenn die Rüttelplatten kommen, dann wackelt die Vitrine bei uns. aber gut, soll ja, glaube ich, dieses Jahr fertig werden, ja. Hoffe ich. Ich hoffe es nicht übrigens. Du hast es nicht? Weil ich in einem Tag Ruhe habe. Also abends habe ich Ruhe, dass es fahren keine Autos mehr. Ne? Ja gut, ja, klar. Kein Auto, das ist grün. Bist du blöd? Siehst du das nicht? Ich muss alle 2 Stunden mein Auto umparken, damit ich keinen Strafzettel bekomme. Tja, so ein bisschen Sport muss man ja auch machen. Ist ja auch wichtig, aber ist halt auch anstrengend, ne? Ja, aber du könntest dir doch eigentlich einen Parkplatz irgendwo besorgen, mieten, strichlich, keine Ahnung. Also ich könnte trotz dieser Barriere auf dem Hof parken. Bei euch? Nee, bei uns. Ich. Ja, könnte ich dir gerne zeigen. Komm ich lang. Du ja. Gerade so. Ist ja auch ein Sportwagen. Ich nicht. Ich fahre hier in meinem Q2 durch die Gegend. Q2. Und, aber ich bin sehr zufrieden. Danke an Christian Zierau, dass er mir den zur Verfügung gestellt hat, weil mein Auto gerade in der Werkstatt steht. Was machen die gerade? Was mein Auto gerade macht? Ja, warum machen die das? Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie gut das bei uns funktioniert. Vielleicht auch nicht, hatte ich einen kleinen Autounfall mal wieder. Und innerhalb einer Woche ist alles passiert, alles mit der Achse abgeklärt. Hat super funktioniert, Schadenzusage getroffen, wird repariert innerhalb eines Tages. Super. Ja, und mir ist das am Samstag passiert und ich konnte am Samstag noch jemanden bei der Achse erreichen. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Dass da jemand zu erreichen ist. Also ich kenne es von anderen Konzernen, jetzt nicht unbedingt im Versicherungssektor auch, aber auch aus anderen Sektoren, dass samstags einfach niemand zu erreichen ist. Und das ist bei uns Großkonzern, samstags immer jemand zu erreichen, bei uns unter der Woche. Wir sind 40 Stunden in der Woche erreichbar im Büro direkt. Und es geht wirklich immer jemand ans Telefon, weil, wie gesagt, in Salzwede noch die Frau Hempel sitzt, die ganz gefallen, sind sie da. Auch. Sie liebt ihren Job. Sie wohnt da quasi. Nein, aber die Erreichbarkeit ist immer gewährleistet. Man kann es per Mail erreichen, man kann es bei Facebook schreiben, bei Instagram kann man es schreiben. Man kann es auch eine WhatsApp schreiben. Ist natürlich vorausgesetzt, dass man unsere Nummern hat. Aber. Soll ich sagen, Nummern? Hau raus. Die haben sie nicht mehr. Nicht schlimm. Ich verteile auch gerne Visitenkarten. Ich habe genug. Nee, aber wie gesagt, wir sind da wirklich. Aber jetzt ist es ja auch so, dass der Konzern quasi eine Hotline hat, die 24 Stunden und so. Genau, also gerade bei Schadensfällen, da ist immer jemand im Telefoniecenter und kann den Schaden zumindest schon mal aufnehmen. Und richtig helfen können wir denn
wenn wir dann vor Ort sind, auch beim Kunden und der Kunde zu uns kommt. Und dann begleiten wir die Kunden auch bei Schadensfällen von Anfang bis Ende. Also nicht von Anfang an, sondern da sind wir ja nicht dabei beim Schadenanfang. Aber wenn er den gemeldet hat, dann begleiten wir ihn bis zu dem Punkt, wo die Entschädigung, also die Bezahlung kommt oder eben die Reparatur erfolgt. Und dann lassen wir den Kunden auch nicht in der Luft hängen. Ja, die Axia macht ja auch so Werbung, dass ein Schaden kein Schaden ist in dem Sinne, dass er dir nicht den Boden wegreißt. Also wer bei uns einen Schaden hat, wird auch nicht sofort gekündigt oder sowas. Ganz im Gegenteil, man muss sich immer vor Augen halten, wofür eine Versicherung letztendlich da ist. Und das ist eben genau dafür da, dass wenn was passiert, das bezahlt wird. Und so halte ich das, also persönlich halte ich das dann auch, dass wir da nicht unfair sind den Menschen gegenüber, wenn da mal ein Schaden kommt, vielleicht auch ein größerer Schaden, dass dann nicht sofort die Kündigung ausgesprochen wird. Das machen viele so, das weiß ich. Bei uns ist das, also habe ich noch nicht persönlich mitbekommen, dass da aus irgendeinem Grund eine Kündigung ausgesprochen wurde. Also die Kündigungen gehen eigentlich auch, also eigentlich denke ich, die können nur rausgehen, wenn man merkt, der Kunde hat komisch viele. Wenn es dann gruselig wird und sechsmal im Jahr das Handy runterfällt, dann fragen sie natürlich auch mal nach, okay, was passiert da? Muss das so sein oder muss das nicht so sein? Aber ansonsten, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein Schaden ist kein Schaden bei uns. Und da bezahlen wir auch gerne, ja. Weil wie gesagt, dafür sind wir da. Und das ist ja, denke ich, auch das, was den Kunden interessiert. Und daran bemisst sich letztendlich auch, so sehe ich das, eine gute Versicherung. Nicht auch, wie gut die Beratung ist und wie sicher man sich fühlt und wie das Vertrauen ist, aber was ist im schlimmsten Fall, was passiert dann und wie schnell und effektiv ist man denn? Und da sind wir sehr einfach und sehr schnell und sehr effektiv. Es funktioniert einfach. Also ich habe es, wie gesagt, jetzt Samstag am eigenen Leib erfahren müssen, aber auch aus der Erfahrung raus mit den Kunden hat man meist innerhalb einer Woche eine feste Aussage, wie was funktioniert, wie was abläuft. Und so funktioniert es dann auch. Das Auto ist damit drin, oder? Dieses Auto hier? Ich bin gut versichert. ich hab das Auto mitbekommen, ja. Das ist gut. Als Übergangslösung, solange mein Auto in der Werkstatt steht. Ja, das ist echt fies, ne, ohne Auto zu sein. Also wenn ich. Ich bin ja darauf angewiesen. Ja, und, ja. Gut, nicht so. Andere nicht, aber ich bin halt darauf angewiesen, fahre auch oft zu Kunden raus und ohne Auto ist da echt blöd, ne? Oder ein Fahrrad. Ja, klar. Elektrofahrrad. Gestern zum Beispiel war ich in Möhring, da hätte ich es noch mit Fahrrad hingeschafft, ja. Aber das ist auch Quatsch eigentlich, ja. So, du hast ja ein Elektrofahrrad. Helm auf. Helm ja, auf. Ist ja wichtig. Ja. Ja. So ein Helm, wo die Frisur geschützt wird. So einen großen Topfhelm. Wie bei Scrubs früher, der hatte auch so einen Helm auf. Ja. Nee, aber ohne Auto ist schon echt eine fiese Geschichte. Deswegen immer Augen auf im Straßenverkehr, kann ich nur sagen. Ich bin da kein schillerndes Beispiel für, leider. Ja. Als ich damals in Berlin gelebt habe, auch, ey. Bist du mit dem Auto in Berlin gefahren? Oh. Muss man das? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich. Nach meinem ersten Unfall in Berlin bin ich auch nur noch U-Bahn gefahren. Weil, ja, es ist ziemlich skurril, ne? Aber es prägt einen. Guck mal, die Uhr klingelt, obwohl das Handy auf. Und wer ruft an? Das kann nur unser Büro sein. Ich keine Ahnung. Wo ich bin. Ja, wo bin ich? Und die Bäume fangen auch an zu blättern wieder. Es wird Frühling. Ist doch schön. Ja. So, und wir sehen uns dann gleich jetzt mal wieder im Büro. Genau. Wir sehen uns nach der nächsten Maus. Nach der nächsten Pause. Werbung. I don't know if I can make the days go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long. Guess I'll make it somehow. Can somebody come and see? Und jetzt hier, guckt euch mal mein Büro an. Damit ihr auch wisst, wo die ganze Action stattfindet. Hier habe ich eine coole Couchgarnitur, hier finden viele Beratungsgespräche statt, da kann man sich echt gemütlich machen, auch einen Plastisch. Jeder, der kommt, kann sich hier auch einen gratis Kugelschreiber mitnehmen. Da steht auch noch unsere Telefonnummer drauf. Ja, dann hier mein Schreibtisch,
hier arbeite ich die meiste Zeit, analysiere und mache alles in der Computer. Und ich habe hier auch ein schickes Bild, das kann man sich auch mal angucken. Das ist Donald Duck von dem Künstler Clausewitz. Ja, das motiviert mich immer, weil ich freue mich immer, wenn ich Donald Duck sehe, dann geht es mir gut. Ja, hier stehen und lachen. Und das ist das ganze Hexenwerk. Grüne Pflanzen haben wir auch, weil schöne Atmosphäre schaffen. Das ist uns richtig, hier kann man sich wohlfühlen. Gut, dann war's das. Hallo. Viel Spaß. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warte mal und rock auf. I don't know if I can make the days go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long, guess I'll make it somehow. Can somebody come and save me? I just wanna know. To win a surprise that you pay with this tonight. So keep playing hard and aim for the stars. Cause to win a surprise that you pay with this tonight. I'm not gonna lose myself this time.